Hallo, liebe Tiefseefreunde, zu einem neuen Spiel auf meinem Kanal. Ja, das Spiel ist etwas älter, ich weiß, aber zum ersten Mal nehme ich das Ganze jetzt auf als Videoreihe. Ich habe ja gedacht, wir zocken es mal wieder. Das Spiel ist, glaube ich, war mindestens fast 3 Jahre jetzt alt und damals war es für mich ein super Spiel und heute noch finde ich es immer noch anziehend. Denn mittlerweile sind ein paar Neuerungen hinzugekommen und die wollen wir uns mal alle im Detail dann anschauen. Ja, Project High Rise heißt das Ganze. Um was geht's? Ganz knapp zusammengefasst, es geht darum, Wolkenkratzer zu bauen und in diesem Wolkenkratzer dann entsprechend Mieter zu gewinnen. Also Mieter, die Apartments bei uns anfragen, Geschäfte, Restaurants. Also alles, was man so in einem am typisch amerikanischen oder asiatischen Wolkenkratzer findet. Ja, nach oben hin gibt es keine Grenzen. So, dann würde ich sagen, los geht's. Neues Spiel natürlich. So, was wollen wir machen? Beziehungsweise, wie heißt denn unsere Straße, wo wir ansässig sind? Was haben wir hier? Die heißt natürlich Tiefsee Avenue, schreibt man das so? Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr. Wie schreibt man Avenue? Moment mal. Muss mal kurz was googeln. Sonst mache ich mir hier gleich zum Affen hier am Anfang schon. Ist ja peinlich. Moment mal, Avenue, schreibt man das? Guck mal, Avenue, so, oder? Ich glaube schon, oder? Genau. Avenue schreibt man das so. Nee, so, genau. Dann Schwierigkeitsgrad Mittel oder einfach. Wir probieren es jetzt mal mit Mittel. Wie gesagt, es ist schon ewig her, dass ich gespielt habe. Extra groß natürlich, ist klar. Was haben wir sonst noch? Nein, wir spielen natürlich schon normal, ne, mit Bargeld verdienen, weil sonst wird es zu einfach. Erweiterte Einstellungen, was haben wir sonst noch hier? Hintergrund, Classic, Las Vegas, Tokyo Towers oder London Live? Nehmen wir mal Tokyo Towers, das ist neu hier. Das hatte ich noch nie, da geht es um den Hintergrund. Dann Zufallsereignisse, ja, und Ausgangswert. Ja, weiß ich nicht. Lassen wir mal so, oder? Genau. Okay. Na dann. Los. Ist ein ganz gemütliches Spiel, ne? Also nicht viel Stress und so, in Anführungsstrichen. Ja, das ist jetzt die Skyline. Und hier starten wir unseren Wolkenkratzer. Wie gesagt, in der Breite und in der Höhe gibt es keine Grenzen. Wir können auch ja, ganz komische Gebilde bauen, aber dazu dann im Laufe der Reihe mehr. So, oben rechts gibt es Aufgaben, damit man Kohle verdient, denn die Kohle ist knapp und hier unten links läuft die Uhr in Echtzeit. Man kann natürlich auch Pause drücken, aber ja, wie gesagt, die Leute laufen dann hier rein, ne? Also die Büros bei uns haben zum Beispiel oder auch die Bediensteten, Putzpersonal, Hausmeister, Service etc. Ja, und dann fangen sie an eben zu arbeiten, aber dazu dann noch mehr. So, was haben wir jetzt hier? Oben Szenario, tägliches Mietziel, 1000 Dollar. Sie können weitere Verträge unterzeichnen, um noch mehr Geld zu verdienen. Okay. Ja, also hier oben, man kann auch in die Tiefe bauen, ne, im Keller und so. So, was haben wir jetzt hier? Bodenflächen. Oh Gott, ich muss mich erstmal wieder einarbeiten in das Ganze. Was haben wir denn hier für Verträge? Hallo. Ich möchte Sie nur kurz daran erinnern, dass Sie Aufträge von der Stadt erhalten können. So verdienen Sie mehr Geld und tun außerdem unserer Stadt etwas Gutes. Okay. Sie haben mit einem aktiven Auftrag begonnen. Um einen weiteren Auftrag zu unterzeichnen, suchen Sie in der unteren Leiste die Schaltfläche, die so aussieht. Ah ja, hier. Okay, weiter. Ah ja, okay. So, jetzt gibt es Aufträge von der Stadt. Wir sollen einfache Büros bauen, dann bekommen wir 1500 oder Studio-Apartments, dann bekommen wir auch 1500. Hier müssen wir 12 Stück bauen und hier
16 Büros, okay. Was haben wir hier? Erreichen Sie täglich Mieteinnahmen von 1000. Ja, das haben wir noch nicht, aber. Ja, gut, das probieren wir mal, oder? Nee, das. Achso, genau, unterzeichnen. Nicht verfügbar. Okay, dann nehmen wir mal Büros, würde ich sagen. So, und hier können wir jetzt bauen. So, Bodenflächen, Gebäude, Infrastruktur. So, Mitarbeiter. Nee, wir wollen Platz. Hier. Büro, genau. Aber jetzt ist natürlich wichtig zu wissen, hier unten laufen die Leute natürlich immer rein und raus. Deswegen die untere Ebene, würde ich sagen, machen wir Restaurants, ne? Und so kleine Geschäfte. Und interessant wird es dann ab der ersten Ebene, würde ich sagen. Oder sagen wir mal, die ersten zwei könnten wir gleich lassen. Also sprich, dass wir dann nur Restaurants bauen. Hier. Und ab der dritten praktisch dann anfangen, Büros zu bauen. Ihr seht, das kostet alles Geld, ne? Deswegen müssen wir da jetzt ein bisschen am Anfang sparen. Was haben wir jetzt hier? Können nicht in ihr Ziel. Genau. Jetzt müssen wir natürlich auch noch ein Treppenhaus bauen oder einen Aufzug. Sonst kommen die da nicht hoch. So, jetzt müssen wir schauen. Die Treppe würde ich sagen. Genau, es ist die Frage. Die bauen wir hier weiter, ne? Genau hier. Da ist das Treppenhaus. Deswegen bauen wir da eine Treppe jetzt hin. So, jetzt können die hier unten, die Handwerker hier, da, die da, die jetzt noch so dastehen, jetzt kommen die da hoch und fangen an, hier das auszubauen. Ne? Die Rohausstattung, würde ich sagen. Und dann müssen wir uns entscheiden, ja, dass wir Büros dann hier einziehen lassen. Also hier unten gibt es, wie gesagt, Büros, Apartments, Hotels, Einzelhandel und Restaurants. Wir fangen jetzt einfach mal mit Büros an. Ne? Würde man sagen, sind ja kostenlos. So, die sind unterschiedlich breit, ne? Von ganz großen Büros bis Einzelbüros. Und die machen wir mal dann hier oben hin. Aber wir müssen jetzt warten, bis die da fertig sind. Lassen mal die Zeit ein bisschen vorspulen, würde ich sagen. Schließen. Weil sonst dauert es ewig, bis wir da vorwärts kommen. Das wird hier gearbeitet. Und sobald hier das erste dann fertig ist, können wir dann hier dann loslegen. Man kann es auch umziehen lassen, ne? Also man kann dann sagen, okay, irgendwann mal, nee, das gefällt mir nicht mehr, dann reißt man das ab, schmeißt den Mieter raus und baut dann eben was anderes hin, ne? Wie es einem gefällt. Also das ist wirklich von der Kreativität her ein super Spiel und vor allem es ist so entspannend, ne? Also da ist wirklich jetzt keinerlei Hektik, auch die Musik, die habe ich jetzt ein bisschen leiser gemacht, aber ist so ganz gechillt und so. So, jetzt schaue ich mal. Aber das ist jetzt fertig. Nee, noch nicht. So. Maler, maler, maler. So, jetzt ist fertig, oder? Genau. Also, wir machen jetzt hier mal in der zweiten Ebene ein Büro. Ja, Cashflow, alles gut. Hier ein Büro rein. So, Nummer 1. Nummer 2 und Nummer 3. Okay. So, drei Büros. Und was doch wichtig ist, ist natürlich auch Strom, Wasser und Telefon und TV-Kabelanschluss. Ne? Hier. Ihr seht das hier unten. So ein Generator, der muss natürlich hier durchgehend Verbindung haben, sonst geht es nicht. Deswegen müssen wir schauen, dass wir jetzt. Warte mal langsamer bitte. Dass wir auch eins auf Strom machen. Hier seht ihr die Leitungen. Stromleitungen bitte. So kann ich das nicht bauen. Was steht da? Moment. Horizontal verlegen. Achso, hier sind Leitungen, ne? Genau, hier legt man Leitungen. Okay. Genau, und hier ist der Verteilerkasten. Genau, den machen wir mal hier einen hin. Und hier einen hin. Und dann machen wir hier bitte die Leitungen. Auch die kosten natürlich Geld. So, machen wir mal bis dahin, würde ich sagen. So, okay. Gut. Und jetzt,
Ja, würde ich sagen, müssen wir mal schauen, dass wir einen Mieter hier bekommen. Wir klicken da drauf und jetzt haben wir hier Angebote. Was haben wir denn hier? Versicherungsbüros oder ein Buchhaltungsbüro. Die bieten uns 88, 83, 93, 88. Und ihr seht dann hier links noch, was sie alles brauchen, ne? Also sie brauchen zum Beispiel einen Stromanschluss oder einen Kopierservice. Ist auch noch ganz wichtig, damit die Leute ihre Sachen kopieren können. Da gibt es auch noch eine Wäscherei und so weiter und so fort. Ja, wir nehmen jetzt einfach mal den da, den der am meisten Kohle bringt. Was ist das Buchhaltungsbüro? Beispiel. Hier, Buchhaltungsbüro können wir noch nicht bauen, weil benötigt eine größere Auswahl an Restaurants. Die haben wir noch nicht. Die müssen wir erst noch bauen. So, deswegen machen wir mal hier den nächsten, machen wir mal den da rein und noch einen, weil es gerade so schön ist, den da. So, jetzt fangen die an, die Innenausstattung zu bauen. Währenddessen schauen wir mal, was haben wir sonst noch hier Wichtiges? Mal kurz hier Dienste einrichten. Schon mal kurz, ob da irgendwo. Ah ja, genau. Kopierservice hier. Kopierservice wollten die haben. Da ist die Frage, wo bauen wir den hin? Den können wir natürlich auch hier unten hinsetzen oder hier daneben. Warte mal, lass mich überlegen. Ja, es ist blöde. Warte mal. Hier unten möchte ich vielleicht nur Strom und Wasser anbauen. Dann machen wir das so, dass wir hier in der ersten Ebene praktisch dann die Dienstleistungen hier hinsetzen. Müssen natürlich jetzt wieder warten, bis sie da oben fertig sind. Bisschen schneller, bitte. Haben noch keine Zeit. Dann hoffentlich verdienen wir ein bisschen Geld. So, die Büros sind jetzt fertig. Und jetzt kommen die ersten Mieter. Schön brav hier rein. So, nächstes Büro ist fertig. Und hier oben rechts seht ihr dann, was alles praktisch noch offen ist zum Bauen. Na, wir müssen noch ein Versicherungsbüro bauen, vier Buchhaltungen, einmal viermal Rechtsanwalt und viermal Kreative. So, da unten wird weitergebaut. Sehr gut. Jetzt geht es darum, ich möchte hier einen langsam einen Kopierservice reinsetzen, wenn das geht. Da, Kopierservice. Hier hin. Sehr gut. Achso, Strom vielleicht noch. Ja, schlecht. Verteiler. Genau, mit Stromleitung natürlich. Ja, dann kann es langsam wachsen hier. Ups. So. Ja, jetzt kann es langsam losgehen. Wie gesagt, am Anfang muss man sich ein bisschen überlegen, wie man das Ganze angeht. Aber wenn es dann mal läuft, dann läuft's, ne? Und das macht, wie gesagt, riesig Spaß. So, da kann man sich auch Stunden damit beschäftigen. Ja, jetzt müssen wir warten. So, wir haben ja oben das nächste. Was will man haben hier? Buchhaltung, Versicherung. Okay. Dann machen wir jetzt noch eins. War der Buchhalter. Ja, ist jetzt blöd. Machen wir mal hier nochmal drei hin, würde ich sagen. So, Mieter, was haben wir denn hier? Buchhalter geht noch nicht, ne? Genau, da brauchen wir noch ein Restaurant. Der möchte auch einziehen, okay. Dann soll er das machen. Wir brauchen aber noch ein Restaurant, sonst können wir keine Buchhalter hier einstellen. So, Restaurant ist hier unten. Genau, und ich würde sagen, wie gesagt, hier unten machen wir die Restaurants rein. Einmal. Was ist das hier? Essenstand. Ja, machen wir mal Essenstand.
So, und dann bitte, was haben wir denn hier? Schlemmermeile, Donutshops. Ja, Originalsuppen natürlich, ist klar. Und was haben wir hier? Essensstände. Herberts berühmtes Tempura. Ja, machen wir das. So, okay. Weil dann können wir hier Buchhalter einziehen lassen, aber dann müssen wir noch warten, bis das fertig ist. Die brauchen auch noch einen Kopierservice und einen Telefonanschluss. Okay. So, jetzt kommen hier die Leute vom Kopierservice hoch. Helfen ein bisschen mit. Währenddessen müssen wir jetzt schauen, dass wir hier weitermachen. So, jetzt ist der Tag gleich vorbei. Es ist ja 20 Uhr. So, und hier fehlt zum Beispiel jetzt der Strom. Das ist schlecht. Fehlt da der Strom? Tatsächlich. Jetzt ist er da. So, weiter geht's. Ja, und jetzt warten wir auf den nächsten Tag. Es ist 21 Uhr. Die arbeiten natürlich weiter, die Handwerker hier. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt könnte man, glaube ich, einen Buchhalter hier, oder? Nee, Kurierdienst. Eine größere Auswahl auch noch. Oh je. Okay, dann machen wir halt weiter mit Anwaltskanzleien. Ja, die bringen wenigstens ein bisschen Kohle hier. Sehr gut. Und dich auch noch dazu. So, weiter geht's. So, jetzt haben wir die erste Aufgabe erfüllt. Weiter geht's. Ah, jetzt verdienen wir ein bisschen Geld wenigstens. So wie es aussieht. Ja, 78 Dollar pro Tag. Na, wenigstens etwas. Aha, da fehlt der Telefonanschluss. Okay. Telefonanschluss müssen wir natürlich auch noch legen, ist klar. Den lege ich also grundsätzlich immer auf allen Etagen. Sicher ist sicher. Wer weiß, wie oft wir noch umbauen werden. So. Muss ich ja noch was bauen? Sekunde mal. Telefon. Ah ja, okay. So, die Anschlüsse oder die Verteiler sind natürlich begrenzt. Je mehr Mieter einziehen, desto mehr müssen wir auch bauen. Größere zum Beispiel hier. Dann setzen wir hier daneben, würde ich sagen. Jetzt fließt das Telefon, in Anführungsstrichen. Kostet natürlich auch Geld. So, ja, langsam geht's vorwärts hier. So, als nächstes würde ich sagen, machen wir hier weiter. Sollen wir hier links weitermachen oder hier rechts? Dann machen wir mal rechts weiter hier. Warte mal, Wasser. Da müssen wir noch eins freilassen, glaube ich, gell, für Wasser. Das müssen wir überlegen. 3, 6, 9. Eins ist immer 4 breit, also 4. 1, 2, 3, 4, oder? So, 1. Genau. 4 für ein Büro ist breit und 1 brauchen wir fürs Wasser, glaube ich. Dann machen wir das so, würde ich sagen. Na, hoffentlich geht uns das aus. So, haben wir noch einen Platz für ein Restaurant vielleicht oder so? Will noch einer bei uns irgendwas einziehen oder so? Wenn noch. Wir haben noch ein bisschen Platz hier unten. Wenn es geht.
bitte. Los geht's. So, jetzt beginnt der neue Tag gleich. Ein neuer Arbeitstag. So, das sind wir. Wir können natürlich auch einen Kredit aufnehmen, aber wir probieren es jetzt mal ohne. Soweit wie es geht. So. Ja, nächste Etage. Ist klar. Kommt hier oben hin. Und zwar hier hin. So. Da werden wir dann natürlich auch wieder Büros einziehen. Die Frage ist nur, ja. Eins, zwei, drei. Genau, sehr gut. Geht. So, können wir jetzt hier wieder... Wir brauchen Kohle. Oh ja, hier. Jetzt können wir hier einen einziehen lassen. Wirtschaftsprüfung, das bringt Geld. Sehr gut. Anwaltskanzleien können wir auch noch einziehen lassen. Sehr gut. Und noch eine. Sehr wunderbar. Und natürlich jetzt wieder Strom, ist auch klar. Kostet uns auch wieder Geld. Ja. Telefon auch noch, um Gottes Willen. So, ich hoffe, das reicht. Glückwunsch! Aha! Wir haben $500 extra bekommen. Sehr gut. Weiter geht's. Aufträge. Können wir noch einen Auftrag abschließen hier? Ah ja, hier. Erhöhen Sie die Belegschaft Ihres Gebäudes auf 50. Was haben wir hier? Dann würde ich sagen, das schaffen wir noch nicht. Das ist noch zu weit weg. Machen wir mal das, da würde ich sagen. Das könnte man eher schaffen. Was, die Mieter sind verärgert? Wieso? Wieso ziehen die aus? Haben wir keinen Strom oder was? Ach so. Nur 10. Ja, jetzt geht das Spielchen hier los. Jetzt müssen wir einen zweiten Generator dazu bauen. Warte mal. Den bauen wir... Ja, hier hin. Wir machen jetzt mal zwei kleine, bevor wir einen großen nehmen. Weil es ist das Büro natürlich leer, ist klar. Das ist doof. Nochmal wieder einziehen, bitte. Achso, jetzt müssen wir warten, ja. Es sind keine Angebote da. Man kann aber mit Geld sich die beschleunigen lassen. Den da rein. So. Ja, die Mieter sind anspruchsvoll. Ne? Die lassen sie hier nicht einfach so im Trockenen sitzen. Hier fehlt auch noch ein Restaurant, sehe ich wieder gerade. Ist auch ausgezogen. Donut Shop. So. Wir brauchen Kohle, Kinders. Arbeitstag ist gleich zu Ende. Was ist hier los? Wasseranschluss braucht ihr. Okay, Wasseranschluss ist klar. Wasseranschluss ist hier. Setzen wir mal dahin. Und jetzt kommt das Lustige.
Und zwar Verteiler braucht man natürlich auch noch. Ja, ist klar. Jetzt machen wir Minus. Und jetzt bitte einmal Wasser hier rüber. Ja, bekommst du Wasser schon, keine Panik. Haben wir es jetzt? Müsste laufen. Das Wasser müsste fließen, mein Freund. Oder muss ich die ganz rüberziehen? Jetzt ist vorbei. So, Europa. Alle glücklich? Gut. Weiter geht's. Eieieiei, das wird jetzt tricky. Müssen wir warten ein bisschen. Als nächstes würde ich sagen, bauen wir da oben aus wieder. Klar. Oder wir bauen da unten die Geschichte hier weiter mit Restaurants. So. Okay. Soeben, was Sie haben, soeben ein Rating von einem Stern erreicht. Ja, wunderbar. Ja, das ist auch noch wichtig, um weitere Sachen freizuschalten. So, aber jetzt brauchen wir erstmal Kohle. Tut mir leid. Sonst müssen wir einen Kredit aufnehmen und das will ich eigentlich nicht. Ich will ohne spielen. Soweit wie es geht. So. Ja. Wie gesagt, ein ganz super Spiel. Ohne großen Schnickschnack, da. So. Wir machen immer noch Minus. Knapp, aber Minus machen wir. Wir brauchen Kohle. Kinders, Kohle. Was passiert, wenn ich da oben jetzt weiterbaue? Oh je. Hier noch ein Büro hin. Und hier auch. So, nee, war schlecht. Das war schlecht. Können wir das irgendwie, Moment mal, abreißen? Das geht jetzt nicht, oder? Doch hier. Zack, so. Ich möchte eins rüber, bitte. So und so. Und so. Kanzleien. Oh, 156. Ja, den nehmen wir auf jeden Fall. Kreative Büros. Was brauchen die? Ah ja. Dann können wir gleich die Kreativen mitnehmen. Jetzt haben wir kein Geld mehr. Naja, schlecht. Da müssen wir doch noch einen Kredit aufnehmen. Ja, wegen dem scheiß Telefon oder was? Ah, je. Okay, doch Kredit. Warte mal, wo ist der Kredit? Wie war jetzt das? Hier. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal einen Kredit auf und zwar in der hier, bei der Ortsbank. Weil wir müssen schauen, dass wir hier weiterkommen. Hilft ja nichts. So, Strom. Bauen wir auch gleich rüber. Ja, keine Panik. Was ist dein Problem hier? Wieso? Brauchst dich ausziehen, mein Freund. So. Sind zufrieden.
Der auch. Der auch. Also von dem her kann es jetzt nicht das Problem sein, ne? Bitte. Warum ist der sauer? Okay. Wir stören uns da jetzt nicht länger dran, sondern bauen weiter, würde ich sagen. Und zwar bauen wir hier in die Länge. Acht, ne? Genau. Vier. Acht. So. Genau. Natürlich einen Aufzug bauen wir auch noch irgendwann mal, aber das kostet uns jetzt zu viel. Wir wollen ja hier erstmal die Aufgaben erfüllen. Und zwar brauchen wir jetzt noch Buchhaltungsbüros. So, Buchhaltungsbüros, da müssen wir jetzt warten. Ja. 105, okay. Jetzt natürlich die Kabel langziehen, ist klar. Weil sonst haben wir ein anderes Problem wieder. Telefon nicht vergessen. Okay. Und jetzt da noch eins rein. Und zwar brauchen wir. Was brauchen wir denn noch? Ja, Kreative brauchen wir noch. Ja, okay. Bauen wir da noch eins hin und da noch eins hin. Ich will die Kreativen beieinander haben, wenn es geht. Da eins und da eins. Na, komm. Und was fehlt noch? Einmal Buchhalter, da haben wir nichts. Und dann hier noch. Ja, Buchhalter, da haben wir keinen momentan. Müssen wir warten. Währenddessen könnte man nochmal hier vielleicht ein Restaurant hinsetzen. Zur Auswahl, zur besseren. Oh, Eisdiele. So, dann können wir nämlich gleich hier Wasseranschluss noch weiterbauen. Darüber. Genau. Haben wir jetzt eine Auswahl? Nee, immer noch nicht. Okay. Oh, hier ist der Strom zu Ende. Nachfrage 7. Nee, eigentlich müsste es funktionieren. Oder haben wir zu wenig? Also Strom. Moment. 21. Okay. 21 ist schlecht. So, zwei kosten uns 250 pro Tag, also 500. Ja, da brauchen wir natürlich noch einen, ist klar. Ja, es ist ausgezogen, ich weiß. Langsam. Langsam, Kinders, langsam. So, wir bauen hier mal weiter, bitte. Hier unten. Oh, ja, ich werde gleich die Folge, die erste hier, abbrechen. Natürlich geht es gleich weiter mit der zweiten, nicht verpassen. Ich denke mal, so 35 Minuten ist ein guter Schnitt für so eine Folge. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel. Wie gesagt, ist es was Ruhiges, Entspanntes. Ne? So. Während die hier neu die Sachen da oben einrichten. Na komm. Rechtsanwälte. Anwaltskanzlei, genau, da sind wir. Jetzt haben wir es gemacht, sehr gut. Dann brauchen wir jetzt hier noch einen Stromgenerator. Gut. Haben wir jetzt einen Buchhalter vielleicht noch? Ne, haben wir immer noch nicht. Aber ein kreatives Büro, das könnten wir uns noch leisten. So, dann fehlt nur noch zweimal Buchhalter. Ja, super. Ja, ich würde sagen, ist ein super Zeitpunkt, um hier ja erstmal eine Pause zu machen. Ich bedanke mich.
Bis zum nächsten Mal. Tschö.